Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Crusader Kings 3 und dem Wettlauf zum Kreuzzugkönig. Ich bin der Mr. Merp und bin gerade eben dabei, meine Mangonellen auszubilden. Und der Günner macht, glaube ich, dasselbe. Grüß dich, Günner. Genau, ich mache jetzt das Gleiche. Ich habe gerade ein Regiment Mangonellen rekrutiert und sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores. Damit geht nämlich die Belagerung dann doch nochmal so ein klitzekleines bisschen schneller. Vonstatten. So. Ich habe gerade eben festgestellt, dass es hier noch eine tolle Moschee von Cordoba gibt, die allerdings leider nicht in meiner Hand liegt. Die gibt es nämlich hier bei meinem Neffen, der allerdings ein Verbündeter von mir ist. Und ich kann dieses Bündnis nicht auflösen. Aha. Und ich kann ihn leider auch nicht töten, weil das ein Akt der Tyrannei wäre. Ja. Weißt du, das ist halt einfach so gemein. In dem Moment, wo du einfach quasi nur alle verprügeln willst und alle sagen, das wäre tyrannisch. Also, aber ich bin doch so aggro. So, eine mystische Kommunion. Will ich das machen? Nein, will ich nicht. Das will ich nicht. Also, sobald jetzt hier meine Mangonellen am Start sind, werde ich hier den nächsten Angriff fahren. Ich bin nämlich nur noch 3 Grafschaften von meinem eigenen Kaiserreich entfernt. Da wird der Günner, glaube ich, noch so ein bisschen traurig eine Träne hinterher weinen, wenn er da quasi die Südlande verliert. Ja, dann wird das Reich nochmal kleiner. Da haben wir eben drüber gesprochen, ne? Mhm. Ja, aber es tut sich ja was, das ist ganz gut. Will ich mal auskeilen? Komm, ich keile mal aus. Einfach mal alle zur Sau gemacht hier. Hat jetzt natürlich meinen Bemühungen nicht gerade geholfen, jetzt hier die Meinung von allen über mich zu erhöhen. Aber ich stehe doch so unter Druck. Ich habe doch schon die erste Anspannungsstufe. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier genügend von all dem. Die Artillerie braucht halt überraschend lang, um aufgebaut zu werden. Oh, die Lektionen aus der Vergangenheit bekomme ich hier gerade als Event. Ja komm, dann nehme ich die Chance. 80% Chance, dass ich einen Kriegsführungsvorteil bekomme. Schriften studieren, Schlacht studieren. Bildung und Kriegsführung. Oder uralte Schriften studiert? Nee. Oh, ich war sogar noch auf ein Fest eingeladen. Nice. Das ist die Chance, entweder gesünder oder kränker zu werden, je nachdem, wie das Spiel entscheidet. Na, warten wir mal ab. Titel können geschaffen werden, jede Menge Herzogtümer kann ich schaffen. Aber weißt du, ich finde es halt so doof, dass diese Herzogtümer, die halt so krasse Mali reindrücken. Weißt du, jedes Herzogtum, wo du drüber bist, über diesen 2. Aber weißt du, Königstitel kannst du unendlich viele haben. Das finde ich irgendwie unrund. Bitte, was kannst du unendlich viele haben? Königstitel kannst du unendlich viele haben. Das finde ich unrund. Naja. Aber Herzogtitel nur 2. Oh, übrigens, das müssen wir auch noch thematisieren. Hast du vielleicht mitbekommen, ne? Dieses Jahr gibt es kein DLC mehr für Crusader Kings. Erst nächstes Jahr. Ja, das ist krass, ne? Ja, das fand ich sehr überraschend, ja. Und nicht gerade positiv. Aber auf der anderen Seite, es hat jemand korrekt geschrieben, Hauptsache sie machen es solide, statt dass jetzt irgendwas übers Knie brechen und alle unzufrieden sind, ne? Ja. Und mich hat es halt trotzdem gewundert, weil ich halt schon echt seit Sommer eigentlich gewartet habe. Und ich meine jetzt nicht Ende Sommer, sondern eher so Anfang Sommer. Diese ganzen Projekte, die ich ja gemacht habe, so nebenbei, mit den Nordmännern und auch mit Rom, waren ja eigentlich eher so als Lückenfüller gedacht bis zum DLC, weißt du, so. Ja.
Das ist richtig. Na, ich glaube, jetzt kann ich loslegen. Ein bisschen Krieg. Ein bisschen Krieg muss sein. Tod im Kindbett. No! Autsch. Der mag Verwaltung und Kriegsführung. Komm, ich gehe mal wieder auf Verwaltung mit einem meiner Söhne. Ich weiß noch nicht, wer meiner Söhne der Erbe wird. Ich kann ja meinen Erben seit neuestem bestimmen. Das ist halt so genial, weißt du? Wer braucht schon Erbgesetze, wenn er die hohe Lehnsautorität hat? Ist einfach fantastisch. Naja, gut, wobei, da geht halt trotzdem ein bisschen was flöten, ne? Ich kann halt... Aber sobald ich halt Kaiser bin, ist das eh egal. Dann behalte ich immerhin mein Großreich und muss nicht mal alles wieder zurückkämpfen. Das ist der einzige Vorteil, den man als Kaiser hat. Jetzt hoffe ich mal, dass diese Belagerungswaffen hier ihren Job machen. Gleich habe ich übrigens auch den Friedensstifter. Ja. Alter, ich muss mir gleich mal gucken, wen die da heiraten soll, ne? Oh, wir haben die Hauptstadt schon besetzt. Okay. Dann hol dir noch hier die Festung da. Hat denn der seine Truppen eigentlich dann? Ah, wahrscheinlich brauche ich noch das War Goal, ne? Ich stürme gerade eine Festung. Bitte? Ich stürme gerade eine Festung. So, geschafft. Dann bekommt der Bub das hier auch noch. Dann muss ich mir das da drüben holen. Die Fischige, wo du vorhin schon angesprochen hattest, die muss ich jetzt de jure unterjochen. Alter, diese ganzen... Wenn ich auf... Das ist so witzig, ne? Wenn ich hier auf Anordnen nach Bündnismacht kriege... Ja, das ist jetzt doof, weil ich die da mächtiger mache, aber das ist dann so. Und dann kommen da nur noch diese ganzen Monetenleute wieder, ne? Die sind jetzt überall, ne, meine Leute. Der Wahnsinn. Du hast sie echt überall auf diesem Planeten untergebracht und interessanterweise sind das halt auch überall so die einzig brauchbaren Leute, ne? Also ich meine, das andere ist halt alles nur so Gerümpel, ne? Wie gesagt, gewusst wie, ne? Ja, ne? Es ist halt relativ einfach, du brauchst halt eigentlich nur dafür sorgen, dass du denen halt Großreiche gibst, also so, dass das halt so richtig mächtige Herzöge schon unter dir werden, deine eigenen Kinder, weißt du? Und wenn du halt viele Königstümer hast, dann werden die sich automatisch auf Königstümer ausweiten. Und dann werden die automatisch einfach nur noch besser. In der Regel. Gut, ein paar fallen halt auch hinten runter, ne? Darwin spielt auch hier mit. Aber du hast dann einfach ab einem gewissen Punkt halt einfach so Landstriche, die werden halt einfach von denen dominiert. Ja. Oh. Dann kann ich meine Gräfin hier einkerkern. Die Grafen sind mir im Knast sowieso die Liebsten. Naja, das muss da mal gerade jemand anders machen. Du musst mal ganz kurz hier, eine Armee von mir kommandieren, aber nicht lang, keine Sorge. Ich muss nur gerade einmal jagen gehen und dann kommandiere ich die gleich wieder. Ich will gerade mal gucken, ob ich eigentlich meine Rüstung mal ändern kann. Habe ich noch jemanden? Hier, warte mal, der kann schneller belagern. Das ist zwar ein Ritter, den können wir aber gerade mal nehmen. Belagerungsdon. Nein, meine Mutter ist verstorben. Schade. Klingt jetzt auch nicht unbedingt wirklich glaubhaft, ne? Das ist die, die ich
ins Kloster geschickt habe, weil sie überall rumgeschnackselt hat. Auch du, also, ne? Ja, das ist halt so das Ding, ne? Okay, ich krieg Prestige und die Jagd endet. Okay. Dann veranstalten wir noch ein Festmahl. Ah, dann mache ich doch glatt mal mit. Willkommen, meine Freunde. Da fehlt jetzt nimmer viel. Ich komme einer Freundschaft mit Bürgermeister Charles näher. Wer ist Bürgermeister Charles? Egal. So, mache platt. So, wahrscheinlich könnte es schon nach diesem Fest mal soweit sein, Günner, dass ich... Oh Gott, ich erhalte... du gibst mir ein schiefes Lächeln, Günner. Willst du mir irgendwas damit sagen? Offenbar, ne? Das ist ja mal interessant. Jetzt werde ich sogar von Anspannung überwältigt. Dieses Spiel. Aha. Will mich offensichtlich in den Bereich der Weißglut treiben. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Da ist irgendjemand noch mit gestorben, glaube ich, oder? Ja, mein Freund, meine Freundin Marthe ist verstorben. Die König, Mutter von König Adalbert. Ey, ganz im Ernst, Freunde sind in diesem Spiel halt. Ich sage es gerne nochmal. Könige und Kaiser sollten keine Freunde haben. Sie haben keine Freunde, weil sonst sterben sie an Stress. Ich würde jetzt gerne mal diesen Krieg hier erfolgreich gerne beenden. Ich habe wieder einen Sohn. Boah, der ist sogar ein Riese. Okay, das finde ich cool. Wie nenne ich den dann quasi? Einen Riesen findest du cool. Das ist dann der Big Boy. Ja, die haben halt ein geiles Kampfgeschick, weißt du? Ja. Meinung von Vasall ist auch da. Vielleicht will ich den zu meinem Erben machen. Ich bin noch unentschlossen. Komm, hilf mir einfach mal mit deinen Truppen. Weißt du, so 4.500 Prestige rumliegen haben, hilft halt auch keinem, ne? Wenn man damit nichts macht. So ist es. 1040. Oh, Leute, ich habe einfach jetzt hier auch genügend Provinzen von ihm rekrutiert, belagert. Du musst jetzt mal langsam hier hin zurück. Nimm den Typen mit. Es dauert so lange. Weg dann noch platt. Aber weißt du, was echt lustig ist? Also ja, die Reconquista fällt aus, wenn du dir mal die Religionskarte in Spanien anguckst. Sekunde, Moment. Da ist nicht mehr viel Muvalidic. Das ist alles schon katholisch, fast schon. So zwei Drittel. Nice. Oh ja, du hast, ja. Du hast ganze Arbeit geleistet. Ich glaube, ich tue doch mal meinen Zorn entfesseln. Gegen meinen eigenen Halbbruder.
versuchen, das hier niederzuringen. Tja, ich habe gewonnen. So viel dazu. Hat mir Stress weggebaut und ihm Stress ganz schön aufgebaut. Sehr gut. Der hat nämlich einen Thronanspruch gegen mich gemacht. Dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt fordere ich diesen Penner zum Duell heraus. Er hat ein Kampfgeschick von 0. Und ich halt eins von 16. Muss man hoffentlich nicht mehr zu sagen, ne? Joa. Ja. 16 Punkte Kampfgeschick bei was? War das eine Challenge? Hattest du... Nee, also ich habe ihn einfach herausgefordert, weil ich ja reizbar bin, so nach dem Motto, so jetzt okay, ihr ja. Und ich hier an dieser Stelle, wählt eure Waffen. Okay, I understand. Das ist reizbar, kann man auch ganz witzig einsetzen. Das Doofe ist halt nur, dass es halt als Tyrannei gilt, aber zum Glück nur für 5 Punkte. Das geht noch. Das kann man noch ausgleichen. Mhm. Ach, dieser Krieg will einfach nicht enden. Ich weiß auch gar nicht, wo die feindliche Armee ist. Keine Ahnung. So, Mr. Nice Try Guy ist nicht mehr krank. Inzwischen weiß er, dass er sich für Bildung interessiert. Dann soll er sich auch für Bildung interessieren. Kind unterrichten. Die Gattin. Ja, dann tue ich den Bub hier noch selber unterrichten. Bin gespannt, für was der sich interessiert. Schnell da runter, komm, dann haben wir es geschafft hier. Okay. Muss ich einen Arzt suchen? Habe ich kein Haus? Arzt mehr? Da sagst du was. Ich guck gerade eben auch lieber mal nochmal rein. Ja, ja. Oh, der ist stark. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, wie man diesen Perk bekommt, stark zu sein. Außer am Anfang. Die ist auch stark. Die ist 76 und hat den Perk stark. Das ist schon faszinierend. Ja, ich muss einen Arzt suchen, danke. So, ich habe ein neues Kulturinteresse. Was brauche ich hier? Königliches Vorrecht. Okay, das kriege ich aber ja nicht so einfach, ne? Das ist aber mega gut. Das ist der Grund, warum ich das die hohe Lehnsautorität habe, ne? Ja, wir nehmen das jetzt auch. Okay, wer ist das hier? Melisende. Was ist denn die Bildungswert von 19? Nice. Ja, dann nehmen wir Melisende. Nice. So, wo geht denn der jetzt hin? Ja, ihr bekommt ein bisschen Autonomie. Ihr miesen Bauern. So. Wo sind die denn jetzt? Wo wollen die denn hin? Wahrscheinlich wollen die genau da anlanden. Und ich segle jetzt hier völlig umsonst außen rum. War ja so klar. Warum kann ich das nicht? Oh, wow. Warte mal. Der Typ hatte ein Druckmittel gegen mich. Wie ist denn das bitte passiert? Ich kann den Penner jetzt erst 1060 entlassen. Alter. Wie räudig ist denn das bitte? Der hat sich einen Job auf Lebenszeit gesichert. Gegen mich bekommen. Wie kann das sein? Vielleicht hat er es fingiert. Das Gemeine ist, und da stimme ich dir zu, wenn du das so siehst, dass man halt das viel zu wenig mitbekommt.
Also das. Ja, ich habe das. Wahrscheinlich stand das irgendwo in so einem Subtext drin, weißt du? Ja, ja, unten rechts, so nebenbei, hat ein Druckmittel wegen bla bla bla, weißt du so. Aber da tickert halt so viel durch. Das sind halt so Sachen, man sollte markieren können. Hey, das finde ich wichtig. Bitte heb mir das wie so ein Brief vor, der mir ins Gesicht springt, weißt du? Dafür sind so viele andere Sachen halt so nebensächlich, die dir ins Gesicht springen. Ja. So, jetzt sieht's für dich schlecht aus. Salzburg kommt halt auch noch mit 1100 Mann dazu und hilft. Salzburg. Muss der selber machen. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, ne? So, jetzt bin ich auch endlich der Galan. Ich hätte eigentlich hier die anatomischen Studien hier nehmen müssen. Ja, so ein Mist, okay. Ah ja, egal. Guck mal, der hat nur 5000 Mann. Du lädst mich ein. Ja, ja. Das ist sozusagen das Abschiedsfest. Ja. Da teilt dir jetzt quasi der liebe Blasi mit, mein Kaiser. Es war schön, euer Vasall zu sein. Aber die Winde tragen mich weiter. Ich werde nun selber Kaiser. Und ich weiß, dass ihr mir zustimmen werdet. Kommt so aus diesem Großreich aus dem Süden des Mittelmeers, weißt du so? So. Ach, eins fehlt mir noch. Ach, ist das ätzend. Ich muss doch noch einen Krieg führen. Na dann. Tun wir es. Oh, da kommt übrigens dann der nächste Dingens schon hier an den Start. Asturien, das tut mir fast leid, aber auch nur fast. König Kolban hat eine neue Allianz gebildet. Ah, okay, gut. Er hat jetzt irgend so einen Großkhan da mit in den Krieg gerufen. Okay. Jetzt habe ich schlechte Nachrichten für dich. Diese Armee, die gerade nur von Earl Balder irgendwie kommandiert wird, die werde ich leider vernichten. Da will mich schon wieder jemand anbaggern, ey, und ich sag mir so, warum? Die haben Vorstellungen, die Vasallen, du, ich sag's dir. Ja, ja. Nur weil sie Geschlechtsteile haben, glauben sie, sie sind was Besonderes, weißt du?
Überraschung, jeder hat die. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Boah, Leute, ey, das dauert so lang, bis wir da sind, ne? Eine hodenlose Unverschämtheit. Wann ist der weg? Gleich. Ich erreiche ihn nicht mehr, ne? Boah, Leute, es ist so knapp gewesen. Oh Mann, Alter. Dann auch rüber. Das nächste Mal machen wir das auch über den Seeweg, ne? Das ist ja behämmert, ey. Der Typ meint jetzt ernsthaft, der ist jetzt mal irgendwie so 20 Jahre hier Chef bei mir, ne? Im Rad. Also, er hat die Rechnung ohne ein Messer im Rücken gemacht. Genau, ohne das Küchenmesser, ne? Ja, ja. Ich habe hier einen sehr bequemen Stuhl. Setzt euch mal bitte da drauf. Jetzt schön schwungvoll nach hinten zurücklehnen, bitte. Wenn das ein bisschen piekt, das muss so, ne? Genau. Hold still. Dann zack. So, dann besiegen wir mal diese Armee und haben dann hoffentlich auch etwas weniger in diesem Krieg zu tun. Königin Uraka wurde exkommuniziert. Die Königin von Asturien. Ja, die ist mit mir im Krieg. Das ist ein Problem für die. Ja. Die ist schon wieder ein Sohn. Hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, ne? Ja, warte mal, ich habe diese Armee vernichtet und es ist nichts passiert. Okay. Tja, ich habe einen Sohn bekommen. Ich nannte ihn Schade. Alter, die Kinder, ne? Genie, wunderschön, Amazone, ne? Mhm. Und der zeugt halt nur so übertriebene, krasse, also eigentlich müsste der seine Schwester heiraten, ne? Damit es noch schlimmer wird, meinst du? Ja, ich weiß nicht, soll der die... So, jetzt bin ich ein Jungjäger geworden. Prinzessin Shakira von Burgund, aber das ist ja eine Enkelin von mir. Reisender von Moneten. Darf der die heiraten? Sie sind verwandt, die Kinder könnten inzüchtig werden. Alter, alles ist mittlerweile verwandt zwischen Mörb und mir. Da machst du nix. Komm, dann nehmen wir die Eva Ferch-Mwün. Sie sind verwandt und Kinder können inzüchtig werden. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ja, das ist doch nicht schlimm, dieses bisschen Inzucht. Das bisschen Inzucht macht sich von allein, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Kann man das nicht auch irgendwo auswählen, dass man hier sagt, bei der Suche Verwandtschaftsgrad irgendwie... Nö, ne? Kultur, Religion, Gesundheitsstatus, Fruchtbarkeit, nö. Okay, wir sortieren mal nach Summe aller Werte. Douce de Guise. Sie ist ein wohlgestaltetes Genie. Sie ist aber ein bisschen älter als er. Sie ist 5 Jahre älter. Und dann kommen nur noch Moneten und Wolfensteine. Guck mal, die könnten wir nehmen. Die ist zwar Nobody, aber mach mal. Die ist immerhin auch ein Genie. Ups, auf einmal wurde mein Ratsposten wieder frei. Also, Dinge passieren. Komisch. Wir können jetzt jemanden da draufsetzen, der was kann. Merkwürdig. Komm, wehr dich doch mal, Dänemark. Alter, du kannst nix. Die haben nix, oder? Wo ist denn der? Angeblich haben die 6000 Mann. Ich frag mich, wo die sind. Das ist halt wieder, das ist ja, ich fühle mich schon wieder wie bei Total War Attila. Weißt du, wo die KI halt einfach nur noch vor dir wegrennt.
Ne? Weiß genau, was du meinst. Eieiei. Oh, ich krieg jetzt halt gleich eine Rebellion. Das ist so ätzend. Alter, okay, jetzt sehe ich, wo der sich ja gerade rumtreibt. Ey, warum Boah, schließt sich jetzt jeder dieser blöden Rebellion an? Wirklich jeder. Selbst die, die mich mögen sollten. Baller, gib mich Geld. Komm, Nils, gib mich Geld. Komm, Azur, gib mich Geld. Komm, ich will dein Geld. Ich will doch nur dein Geld. Danke. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Ja, das hatten wir schon mal. Boah, Alter, komm, wir rufen die als Verbündete. Vielleicht kriegt die da irgendjemand noch abgefangen. So. Und wo? Ja, ja, ausgezeichnet. Und wo fährst du jetzt hin mit deinem Schiffchen? Der fährt doch... Ah, dahin. Gut ist, er hat keine Vorräte mehr. Das heißt, wir können ihn einfach so angreifen, weil er schon den Verschleiß des Todes kriegt. Hey, Bofo der Vierte gewinnt Meinung von uns. Nice. Ja, kann jeder sein Ultimatum durchsetzen. Ich hoffe, das machen sie nicht. Aphrodite Carmen Elektra von Wolfenstein kann heiraten. Wie wär's mit Gilbert von Wolfenstein Modena? Ach nee, warte mal. Jean Carling. Günther, du kannst mich jetzt freilassen. Yo, gib mich. Wäre auch ganz cool, weil dann kann ich im Kreuzzug nämlich als eigenständiger Kaiser mitmachen. Ja, Moment. Ich habe extra Pause gemacht. Ja, danke. Deus Vult. Wer ist das? Landlos, ein Neffe von uns. Der Vater ist der. Okay. Ah, und er hat die Magdalena von Germanien geheiratet. Und die Magdalena von Germanien. Das ist eine Schwester von mir. Ja, ein bisschen Entzug dann bitte. So, dann machen wir das. Asturien ist ein Wahlkönigreich. Interessant. Ja, das ist nicht so unklausibel. Aber du kannst mich jetzt einfach rauslassen. Also einfach Sekunde. Eine Sekunde. Aha, die hat auch wieder gebumst. Mal schnell in den Knast mit der. So, Deus wohl. So, und jetzt, was muss ich jetzt machen? Du musst einfach auf mich gehen, Rechtsklick und dann irgendwo Vasall entlassen, ganz unten. Vasallen entziehen, nein. Vasall verleihen, Vasallenbande ändern. Nein. Dann habe ich Titel aberkennen und Titel vergeben. Du müsstest eigentlich... Nee, warte mal, das ist glaube ich weiter oben. Also irgendwo müsstest du mich auch freilassen können. Ja, kann ich nicht, weil der Kreuzzug schon begonnen hat. Oh. Na großartig. Ja gut, dann... Dann ist es halt so. Dann lass mal laufen. Das sehen wir dann im nächsten Part, ob der Möb die Unabhängigkeit bekommt, ne? Genau. Boah, kommt der zu früh, der Kreuzzug? Ärgerlich. Ja, aber danach bestimmt, ne? In diesem Sinne, Leute, macht's gut und Pax Vobiscum. Valete. Tschüss.